Moin zusammen. Ja, in diesem Hotel habe ich nicht übernachtet. Nein, ich bin heute mit Bus und Bahn hierher gefahren. Und ich möchte heute den Stormannweg weitergehen in Richtung Norden. Und zwar geht es diesmal von Aumühle bis zum Großen See, einmal durch den Großen Sachsenwald. Dieses Mal bin ich allein unterwegs, also eine Solo-Tour, ohne Hunde. Denn die Anreise 1,5 Stunden mit Bus und Bahn, das war mir dann doch ein bisschen zu nervig. Beim nächsten Abschnitt können die dann wieder mitkommen. Ja, wettertechnisch, es hat die letzten Tage ordentlich gegossen. Und ich wollte schon so oft hier weiterlaufen, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft. Heute nun an einem bedeckten, aber doch warmen Donnerstag, Ende September, versuche ich wieder jetzt mein Glück. Und nun geht es in den großen dunklen Wald, den Sachsenwald. So, der Stormannweg, der ging jetzt eigentlich da hinten weiter. Aber ich möchte hier so einen kleinen Umweg laufen und dann ein bisschen dichter an der Bille, dem kleinen Flüsschen, bleiben. Ich denke mal, das wird dann ein bisschen schöner sein, als nur geradeaus durch den Wald zu rennen. Ja, da ist sie nun, die Bille. Ja, in einem alten Hamburger Lied heißt das, an der Alster, an der Elbe und an der Bill, da kann jener jeder mogen, was er will. Das heißt, da kann jeder einer machen, was er möchte, an diesen drei Flüssen. Und die Bille ist also einer und ich glaube auch der kleinste Bachfluss. Wobei, nee, die Alster ist auch am Anfang ziemlich klein, die dann nachher in die Elbe fließt und das Hamburger Stadtgebiet durchkreuzt. Der Sachsenwald, wo wir uns hier gerade befinden, das ist ein, ja, das ist das größte noch erhaltene zusammenhängende Waldgebiet Schleswig-Holstein. Also wir sind jetzt auf Schleswig-Holsteiner Gebiet und gehörte mal zu einem großen Urwald, also vor Steinzeit Gedenken sozusagen. Da ging es hier von der Elbe bis zur Ostsee, war alles nur Wald. Und dann irgendwann mal, spätestens im Mittelalter, hat man dann alles, ja, zum heutigen Stand zurechtgestutzt, wollte ich gerade sagen. In diesem Gebiet haben schon, wie so auch überhaupt im ganzen Norden, schon vor 3.500, 4.000, 5.000 Jahren Menschen gelebt. Hier gibt es einige Hügelgräber und ja, Steinwälle und all sowas. Und da sieht man, dass, wie gesagt, hier schon vor Urzeiten auch Menschen gesiedelt haben. Ja, das erstmal soweit. Jetzt geht's mal weiter.
Ja, eine schöne Stelle, wo sich meine Hunde freuen würden, wenn sie jetzt hier sein könnten. Dann wären die nämlich gleich im Wasser. Aber das dürfen sie dann beim nächsten Mal. Denn ich habe vor, in 2-3 Wochen mit dem Olli, Bunga Bunga Ohr, und ein paar Wanderfreunden hier eine kleine Tour nur durch den Sachsenwald zu machen. Und da dürfen die Hunde dann mit. Jo. Da hat uns einer entdeckt. Ist am Schimpfen. Ja, inzwischen habe ich den regionalen und den lokalen Wanderweg verlassen und orientiere mich jetzt nur noch nach Gefühl und Himmelsrichtung. Naja, die Bille liegt hier immer noch links von mir und ja, solange ich hier einen Weg finde am Ufer, komme ich auch nachher wieder an meinem Hauptweg, wo ich hin möchte. Ja, 70 Quadratkilometer groß ist dieses Waldgebiet und sehr beliebt auch bei den Pilzesammlern. Da hinten habe ich gerade so 2 gesehen, die da ihr Glück versuchen. Also ich bin kein Pilzfan, beziehungsweise ich kenne mich da nicht aus. Und am Wochenende ist hier sicherlich einiges los, aber jetzt hier in der Woche, da hat man so als Schichtdienstler ja, fast den Wald für sich alleine.
das hat auch was. Waldeinsamkeit. Ja, immer wieder bietet dieser Weg ein paar Ausblicke auf die Bille. Schön. Oh, guck mal. Man glaubt es kaum. Ich bin schon wieder auf dem richtigen Wege. Und zwar ist es sogar nicht nur der regionale, überregionale, den Staumannweg, den ich gehen möchte, sondern sogar auf dem europäischen Fernwanderweg bin ich schon wieder. Ha. Mann, das ist ja klasse. Also in die andere Richtung, habe ich schon mal gesagt, ne? In dem ersten Teil. Ja, da könnten wir jetzt die bavarischen Kollegen besuchen, die Vanessa und den Sepp und ja, Bernd wandern, Outdoor, ihr wohnt doch alle da unten. Da. So, oh. Dann folgen wir mal dem gut ausgebauten Premium-Wanderweg von der Nordsee bis zum Mittelmeer. Auch schön, so eine Koppel, direkt an der Bille, so mitten im Tal. Das hat doch was. Tolle Pferde. Reicht das jetzt? Ich hoffe nicht. Aber naja, dann kam sie wenigstens mal ein bisschen in Bewegung. So, jetzt bin ich wieder unterwegs, habe meine Videoantwort gedreht, die ihr bestimmt in meiner Playlist irgendwo findet, was ich da alles erzählt habe. Und jetzt wird es langsam laut, denn der Wanderweg nähert sich der Autobahn, die von Hamburg nach Berlin verläuft. Und da muss ich nachher sehen, da muss man irgendwie unter durchkommen. Tiefste Gangart unter der Autobahn. Schauen wir mal.
Naturschutzgebiet. Kein Feuer machen, kein Zelten, kein Lärm, keine Hunde. Naturschutzgebiet. Ein schöner Ort, um mal zu verweilen, wenn es hier regnet. Oh, so einen Abend hier verbringen und chillen und grillen, hätte auch was. Schöner Anti-Ort. Sind die nicht toll? Ja, die Natur sucht sich jede Lücke. Jetzt wird es langsam ruhiger hier. Jetzt so nach 3-4 Kilometern von der Autobahn weg, ist es jetzt endlich etwas ruhiger geworden. Mich nervt das hier immer. Also ich hätte ja auch keine Lust hier zu wohnen, dann da in Witzhave, wenn da immer die Autobahn rauscht. Also nee, das ist nichts für mich. So, mal gucken, wie es hier weitergeht. Eine Abzweigung. Wo ist ein Zeichen? Gib mir ein Zeichen. Okay, das sollte mal eins sein. Ah, die erste Bank auf dem ganzen Wege. Naja, viel ist natürlich da auch nicht mehr von übrig geblieben. Ja, aber wie gesagt, erste Bank auf 10 Kilometer. Ja, 10 Kilometer. Das ist ein bisschen traurig. Die Infotafel können auch mal geputzt werden. Na, wo sind wir denn? Hier. Geht es jetzt hier noch längs. Und da hinten rum. Da ist ja noch ein Stück. Ja, diese Stelle hier kommt mir gerade bekannt vor. Und zwar war ich mal vor ein paar Jahren hier mit meinem Hund unterwegs auf so einer Herbstwanderung. Und ja, irgendwie kommt mir diese Kurve hier gerade bekannt vor. Ich werde mal ein Foto einblenden. So
müsste ich irgendwo noch haben. Das war meine erste Begegnung mit dem Stormannweg. Toller Baum. Steht auch schon ein paar Tage hier. Ja, jetzt bin ich, glaube ich, gleich am Ziel, an dem Etappenziel. Hier ist eine Laterne, Straßenlaterne, die steht hier von Großhansdorf. Ja. Oh, eine Bank. Ja, die erste Bank in der Gemeinde Großensee. Mit einem schönen Blick auf das Klärwerk gegenüber. Aber auch dort auf die Felder. Die ersten Häuser kommen da hinten. Dann muss ich mal schauen, wo der Bus hält, der mich dann in Richtung Hamburg wieder fährt. Eine tolle Tour durch unsere Heimat hier. Wir sind auf dem ganzen Weg. Zwei, diese Pilzsammler, ein Wanderer, ein Radfahrer. Und ja, ein Pärchen mit Hund begegnet. Mehr nicht. Außer da jetzt in Witzhave, da waren noch so ein, zwei, die da rumliefen. Ah, hier haben mich auch gerade einen Radfahrer überholt. Tja, so ist das. Schön ruhig die Gegend. Ja, ich habe mein Tagesziel erreicht. Der Bus kommt gleich. Gehen wir hier ein bisschen rein. Ist ein bisschen geschützter. Ja, beim nächsten Mal zeige ich euch dann auch den See. Denn ab dem großen See starte ich. Dann finde ich mal wieder Zeit und Lust, wenn das Wetter einigermaßen ist. Und dann geht es Richtung Ahrensburg. Auf doch fast bekanntem Terrain. Dann ab und zu mal bin ich hier auch mit den Hunden oder habe hier schon mal ein paar Fische freigelassen. Aber das erzähle ich euch das nächste Mal. Okay, ich sage dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und wenn ihr Lust habt, abonniert oder schaut auch auf meine Facebook-Seite. Da gibt es auch immer wieder aktuelle Bilder. Auch bei Google Plus bin ich vertreten, immer noch. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Stürmt das gerade und ich glaube, ein Gewitter kommt. Da habe ich ja richtig Glück gehabt.